Haldensleben zu Gast in Sandersdorf. Mit einem Sieg konnte der HSC zur SG Union aufschließen. 3 Punkte trennten beide Mannschaften vor dem Spiel. Die SGU hatte jedoch schon eine Partie mehr absolviert. Allen Akteuren sollte also klar sein, worum es geht. Viel Motivation war hier seitens der Trainer sicherlich nicht nötig. Frohe Kunde schon vor der Partie. Die Neubi sponserte nicht nur den Spielball, sondern auch 5 weitere prall gefüllte Ballsäcke für die Nachwuchsabteilung der SG Union. Der Nachwuchs kickt ab sofort mit Original-Bundesliga-Bällen. Das letzte Heimspiel gegen FCM 2 hat Union ja verloren. 0:2 hieß es da nach 90 Minuten. Darauf folgte ein 4:0 beim VfB Sangerhausen am letzten Wochenende. Die Pleite schien also nur ein Ausrutscher zu sein. Keine 60 Sekunden waren gespielt, da rollte der erste Angriff Richtung Gästetor. Lochmann kam über den Flügel, in der Mitte lauert Zorn, HSC-Keeper Svitala rettet. Schade, da war die Riesenmöglichkeit zur frühen Führung für die SGU. Nach guter Vorarbeit von Lochmann hatte Zorn schon das 1:0 auf dem Fuß. Union begann hier stark, setzte den HSC von Beginn an unter Druck. Zorn holt sich den Ball im Mittelfeld und dann ging's schnell in die Spitze. Schlechter Pass auf Gugner und dann wird der Winkel zu spitz. Svitala klärt zur Ecke. Nach 10 Minuten hatte Union bereits 2 richtig gute Möglichkeiten. Das ließ sich hier also ganz gut an. Der HSC musste am letzten Spieltag seine erste Niederlage beim 0:1 gegen Preußen Magdeburg einstecken. Verpasste es da also mit der SG Union Schritt zu halten. Vielleicht steckte das ja noch so ein wenig in den Köpfen. Nach dem guten Beginn schlichen sich einige Unkonzentriertheiten und Fehlpässe im Spiel der SGU ein. Haldensleben konnte das dann mal zu einem ernsthaften Torversuch nutzen. Es sollte allerdings bei einem Versuch bleiben. Nach einer halben Stunde kamen dann mal wieder die Gastgeber. Wieder ging's in die Schnittstelle über den linken Flügel. Gängel sucht Lochmann, gerade so noch ein HSC-Bein dazwischen. Union hatte klar die besseren Möglichkeiten, nur langsam könnte auch mal eine genutzt werden. Weiter die Gastgeber. Gugner tunnelt erst einen Gegenspieler, um dann erneut Keeper Svitala zu prüfen. An dem war bislang aber kein Vorbeikommen. Erneut klärt er zur Ecke. Nach einer kurzen Verschnaufpause schaltete die Lisiewicz-Elf jetzt in der Schlussphase der ersten Hälfte wieder einen Gang hoch. Nach einem Abwurf von Kansi geht's mal schnell. Über Gugner und Hennig kommt der Ball klasse zu Zorn. Dem verspringt die Kugel minimal, aber das nutzt Svitala zu einer guten Parade. Haldensleben durfte sich bislang beim Keeper bedanken, der hier das 1:0 für die Gäste ein ums andere Mal rettete. Vor der Pause gab's dann noch eine brenzlige Szene für die Gäste zu überstehen. Stark von Gugner vorbereitet, aber noch fand die SGU kein Mittel, den Ball mal hinter die Linie zu bringen. So ging's hier nach einer guten ersten Hälfte der Gastgeber mit einem 0:0 in die Pause. Haldensleben hat gemeinsam mit Union den wohl stärksten Kader dieser Liga. Im Sommer ergänzten Hennecke, Streter und Instenberg den ohnehin schon spielstarken HSC nicht nur in der Breite. 45 Minuten blieben jetzt noch, um das auch mal zu zeigen. Zumindest schien die Mannschaft von Stefan Grabinski jetzt etwas engagierter zu Werke zu gehen. Die Gäste hatten durch Eggemann die erste Chance der zweiten 45 Minuten. Bei Union war zunächst die Luft raus, da lief im einsetzenden Regen nicht mehr viel zusammen. Dann mal wieder ein Angriff, aber der Ball landete nur am Außennetz. Da hatten einige Fans der SGU schon den Torjubel auf den Lippen. Nur 60 Sekunden später Freistoß für Union. Zorn zirkelt den Ball über die Mauer. Svitala ist einmal mehr zur Stelle. Mustafa mit dem Nachschuss, aber auch der wollte nicht rein. Es blieb torlos. Union jetzt wenigstens mal wieder mit einigen guten Szenen. Sandersdorf war jetzt wieder dran. Die nächste Großchance ließ nicht lange auf sich warten. Lochmann völlig frei, aber verzieht. Der muss natürlich rein. Torjäger Lochmann agierte bislang unglücklich. Vergab die bisher klarste Möglichkeit zur Führung. Die 315 Zuschauer im Stadion wurden so langsam etwas unruhig. Chancen zum Big Point gegen den Verfolger gab es zur Genüge. Nur konnte keine genutzt werden. 15 Minuten waren noch zu spielen. Im letzten Jahr siegte Union ja mit 1:0. Dieses eine goldene Tor fehlte bislang. Wir sind schon in der Nachspielzeit und Haldensleben konterte. Eggemann ist hinten völlig frei. Kansi ist auf seinem Posten, bewahrt Union bei einem völlig unverdienten 0:1. Am Ende blieb's hier also beim torlosen Remis im Spitzenspiel. Sandersdorf verpasste trotz bester Möglichkeiten den Sieg gegen enttäuschende Haldensleber. Union Sandersdorf bleibt damit zwar an der Spitze, verpasst es aber, sich weiter abzusetzen. Wir hatten die besseren Möglichkeiten.
waren sicherlich auch über 90 Minuten präsenter, haben aber auch insgesamt zu viel Fehler gemacht, ne? Gerade in der Spielentwicklung doch zu viel Fehlpässe. Und dann musst du natürlich so einen Hochkaräter nutzen im Spitzenspiel, viel mehr Möglichkeiten kriegst du nicht. Und dann können wir wirklich dann noch ein Kreuz machen, dass wir in der letzten Minute doch nicht den Konter bekommen. Und dann gucken wir uns alle blöd an. Wir haben ja gesagt, wenn es eben nicht möglich ist zu gewinnen, dass wir wenigstens die Differenz zu Haldensleben halten. Das ist uns gelungen. Wir wollen natürlich mehr Fußball und Spitzenspiele. Sicherlich ist kein Wunschkonzert. Am kommenden Wochenende hat Union spielfrei und muss tatenlos zusehen, was die Konkurrenz macht. Ammendorf ist bis auf 2 Punkte herangekommen und könnte bei einem Sieg an Union vorbeiziehen.